Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Evgeny Serita und heute besprechen wir, wie man Backlinks und die Domains bewertet. Interessant ist es vor allem für die, die sich mit Backlinks und den Domains beschäftigen. Vor allem für Backlink-Aufbau, Domain-Verkauf etc. pp. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder habt das schon öfters mal gesehen, dass die Domains und Backlinks immer nur mit einer maximal zwei Metriken bewertet werden, zum Beispiel verschiedenen Sichtbarkeitsindizes. Und genau dieses Thema möchte ich auch nochmal ansprechen und sagen, dass die Bewertung von Backlinks oder den Backlink-Quellen anhand von einer oder nur zwei Metriken eigentlich viel zu wenig ist und einige Probleme mit sich bringt. Welche Probleme das sind, werde ich hier in dem Beispiel zeigen. Ich werde auch zeigen, wie man diese Domain- und Backlink-Bewertung schnell, unkompliziert mit mehreren Metriken und in einem relevanten Konkurrenzumfeld machen kann. Und plus dazu habe ich noch eine Art Reporting aufgebaut, das könnt ihr vielleicht mal hier auf dem Bildschirm sehen. Ich zeige auch, wie man diese Reporting sehr, sehr schnell aufbaut, wo man praktisch nur noch die Domain ändern müsste und alles andere wird dann für euch aufgebaut. Los geht's! Zuallererst lasst uns doch mal einfach mal diesen Sichtbarkeitsindex oder die Sichtbarkeitsindizes kurz besprechen. Die Nachteile von diesen Sichtbarkeitsindizes sind, also zuallererst, die Keyword-Menge ist immer begrenzt und zwar es reicht von 200.000 bis zu ca. 1 Million. Punkt Nummer 2, neue nischige oder auch, die Longtail-Keywords sind ja gar nicht im Index drin. Da passen einfach nicht alle Keywords rein. Man findet auch irrelevante Keywords, die zu der Domain nicht passen. Klar, denn der Index sollte ja eigentlich auch für andere Domains auch gelten. Punkt Nummer 4. Das Ganze wird auf der Grundlage von einem bundesweiten Suchvolumen berechnet. Falls natürlich das Tool auch das Suchvolumen so korrekt beschreiben kann bzw. diese Daten hat. Und dementsprechend werden auch die lokalen Projekte schlechter bewertet. Beziehungsweise alle Projekte, deren Keywords oder denen die meisten Keywords von denen in diesem Index nicht drin sind. Ja? Und man muss ja auch bedenken, dass die Gewichtung von den Faktoren ja, von diesen Indizes ja gar nicht mal so klar ist. Man kann natürlich den Toolanbieter verstehen. Ich meine, ich selbst arbeite bei Toolanbieter, dass man natürlich diese Formel nicht preisgeben möchte. Kann ich auch verstehen. Und wie gesagt, das ist ein Punkt, der auch immer wieder von den Nutzern angesprochen wird. Punkt Nummer 6, ich hoffe, ich habe es noch nicht vergessen, genau, die saisonalen Effekte sind auch nicht drin, die müssen auch herausgerechnet werden, sonst hat man diese Hikes, die nach oben gehen und dann spielt auch der Index verrückt. Und der Punkt Nummer 7, wenn ich mich nicht irre, und das ist das Allerwichtigste, ab wann gilt welcher Wert als schlecht oder Mittelmaß oder gut, welche Domains wir miteinander bewerten. Und genau gegen diesen Punkt habe ich meine Einwände und sage auch immer wieder, man sollte die Domain auch mit den direkten Konkurrenten bzw. mit relevanten ähnlichen Domains bewerten. Denn somit hat man auch nicht mehr dieses Problem. Nun, genug zu den Sichtbarkeitsindex, lasst uns doch einfach mal auch mal einen Fall besprechen. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Man möchte eine bestimmte Domain analysieren oder einen bestimmten Backlink analysieren und plötzlich kommt die Aussage, dein Sichtbarkeitsindex ist viel zu niedrig. Mit dir möchte ich auch keine Geschäftsbeziehung eingehen. Das ist so ein Punkt, der immer problematisch ist. Ich möchte mal sagen, dass ein Sichtbarkeitsindex gar nicht erst die Realität abbildet. Aber Achtung, ich möchte auch nicht sagen, dass der Sichtbarkeitsindex komplett unbrauchbar und unnütz ist. Das ist nicht der Fall. Ihr könnt es als eine zusätzliche Metrik verwenden zu allen anderen Metriken, aber gar nicht erst als die Hauptmetrik. Ja, das ist der Punkt. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich die ganze Workflow mal abbilden kann, wie ich das zeigen kann und die Vorteile, die ich in meinem Workflow habe, sind zuallererst, es werden folgende Metriken mitgezählt, und zwar die Authority Score von SEMrush. Das ist die Bewertung von den Backlinks. Man kann auch zusätzliche
Meeting hinzufügen. Und in dem Report, den ihr hier vielleicht mal sehen könnt, hier in diesem Bereich, da habe ich noch alle anderen Sachen mal eingebaut. Wie gesagt, sehr, sehr schnell nachbaubar. Als Template stelle ich das auch gerne zur Verfügung. Also nochmals, Authority Score zu den Backlinks. Organischer Traffic geschätzt. Eine Menge der Keywords, für die wir diese Domain gesehen haben. Das heißt, alles basiert auf den Keywords momentan. Und Backlinks nicht zu vergessen. Dann haben wir noch den echten Traffic, den echten Suchtraffic basierend auf den Clickstream-Daten. Clickstream-Daten, wenn es jemand nicht weiß oder vergessen hat, das sind Daten von echten Besuchern, die bestimmte Seiten aufgerufen haben. Die bekommt man, wir bekommen sie als Tonanbieter, bekommen wir sie, wenn wir sie kaufen von anderen Anbietern, zum Beispiel die Anbieter, die Add-ons entwickeln und eigentlich kostenpflichtige Funktionen kostenlos zur Verfügung stellen. Und dafür, wenn Sie diese Add-ons nutzen, werden die Besucher-Workflows oder Besucher-Flows aufgezeichnet, also die Seiten, die Sie aufgerufen haben, werden aufgezeichnet und die Daten anonymisiert dann an uns verkauft. Ja, wir können diese Daten dann aufbereiten, durch unsere Algorithmen durchjagen und stellen dann auch diese Grafiken zur Verfügung. Das sind ja auch sehr interessante Daten, da kann man auch sehr, sehr interessante Insights rausholen. Das wäre so der schnelle Weg und der sage ich mal so, der tiefer gehende Weg wäre noch, dass man sehr schnell noch den lokalen Sichtbarkeitsindex aufbaut, wenn man das so sagen kann, oder besser zu sagen wäre, eine lokale Sichtbarkeit aufbaut und die Domains, die in diesem relevanten Umfeld sich befinden, auch mit diesem Index schnell schätzt. Ja, das geht auch. Klar, kann ich verstehen, man kann es nicht für hunderte von tausenden Backlinks machen, aber für wirklich relevante Backlinks, relevante Domains kann man das machen. Das geht auch sehr, sehr schnell und das zeige ich euch, wie das auch geht. Los geht's! Also, was biete ich euch an? Wie sieht die Lösung aus, die ich euch anbiete? Erstens, wir holen uns die Daten wie Authority Score, also wie gut sind die Backlinks, die sich auf der Domain befinden. Klar, ich zeige auch die Anzahl der Backlinks, Anzahl der verweisenden Domains etc. pp. Alles wird hier gezeigt. Dann organischer Traffic, der geschätzte organische Traffic, der auf die Keywords basiert. Also ich zeige auch die Anzahl der organischen Keywords der Domain. Ich zeige auch die Ranking-Verteilung von diesen Keywords und ich zeige auch den echten Traffic. Den echten Traffic holen wir uns aus der Traffic-Analyse und der basiert auf den schon bereits erwähnten Clickstream-Daten. Und wer jetzt noch tiefer einsteigen möchte, für den zeige ich auch, wie man ganz schnell so 250 lokale Keywords sammelt, ja, und mit diesen Keywords dann den lokalen Sichtbarkeitsindex aufbaut, damit man kurz mal die Vergleiche machen kann. Das Allerwichtigste ist natürlich die Vergleichsbasis. Die Vergleichsbasis bietet sich an, wenn wir ja, Konkurrenten haben oder zumindest mal die ähnlichen Domains kennen. Die sind sehr, sehr leicht herauszufinden. Man geht zum Beispiel in Google, gibt dort die Keywords ein, die lokal sein sollten, schon hat man die Domains. Oder man nutzt jetzt unter anderem mal SEMrush, die Mitbewerberrecherche. Und mit dieser Wettbewerberrecherche findet man ganz, ganz schnell die Konkurrenten, die man braucht. Ja, und das Allerbeste, ich werde zeigen, wie ich das mit Hilfe von MyReportsTool, also mit einem Tool, mit dem man die Berichte zusammenbauen kann, alles in den Bericht reinpacken kann. Man braucht da praktisch nur noch die Domain einzugeben, schon werden alle nötigen Berichte erstellt. Ich habe in diesem Bericht auch mal dementsprechend auch ein paar Hinweise gegeben, was es, je nachdem, wo man hinschauen sollte, wo könnten welche Auffälligkeiten sein, den gehen wir nochmal ganz, ganz kurz durch. Aber zunächst einmal zu der eigentlichen Analyse und dem Unterschied zu dem, was uns eigentlich die einzelnen Metriken mal vorgeben.
Ja, lass uns mal kurz hier eingeben. Zahnarzt Hamburg zum Beispiel. Den gebe ich mal kurz ein und schon haben wir ja die verschiedenen Zahnärzte. Ich habe mir von hier aus die Domains rausgepickt. Die waren mehr oder weniger willkürlich gewählt und mir dann dementsprechend auch die Domains zusammengetackert, die ich analysieren möchte. Ich habe unter anderem auch zahnärzteforum-winterhude.de gewählt. Wie gesagt, ganz wichtig, das sind absolute Beispiele, willkürlich gewählt, einfach mal nur, um ganz, ganz schnell eine Analyse zusammenzubauen, um den Vergleich zu machen. Es hat jetzt nichts mit dem Domainverkauf oder Links oder sonstigem zu tun. Ist nur dazu da, um hier zumindest mal zu veranschaulichen, was man im Tool so alles machen kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das nächste Mal gibt man das einfach in die Domain-Übersicht ein. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Übersicht, die man hier bekommt. Zum Beispiel, was wir hier wichtig, Authority Score. Das ist eine Metrik aus der besagten, gehen wir mal kurz zurück hier, aus der Backlink Analytics Authority Score, basiert ja auf mehreren Metriken unter anderem. Und das Beste ist, man kann auch den Trend sehen. Also hier ist es mehr oder weniger ein leicht negativer Trend. Ist aber so, wenn man es sieht, acht, ist er wenig aussagend. Ist es gut oder schlecht? Was sollte man da eigentlich damit machen? Damit wir das auch mal gut bewerten können, brauchen wir natürlich Konkurrenten. Das ist möglich. Man sieht hier, man kann hier Konkurrenten eingeben. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Das habe ich hier schon mal gemacht. Man sieht hier sehr schön. Ich habe hier die Konkurrenten eigentlich aus Google genommen und eine eingegeben. Ihr könnt hier auf die Mitbewerber klicken oder ihr könnt in die organische Recherche oder irgendwie ein anderes Tool gehen, wo man die Mitbewerber anhand von den gemeinsamen Keywords analysieren kann, wo man sie mal rausfindet. Hier sieht man sehr schön, da gibt es auch eine ganze Menge an möglichen Mitbewerbern. Man muss aber sehen, bei kleineren Domains, wie zum Beispiel bei Zahnärzte-Seiten, ist es so, man hat unter anderem wahrscheinlich ja gar nicht mal so viele Keywords, die man verwenden kann. Ja. Aber zurück zu den Backlinks. Hier analysiere ich, acht, ist es gut oder schlecht. Jetzt möchte ich mich natürlich mit dem Konkurrenten vergleichen. Hier habe ich einige eingegeben, kleinere Seiten. Man sieht es hier sehr, sehr schön. Zahnarzthamburg.info hat Authority Score 15, hat auch anscheinend einige gute Links mit dabei und wir können das Ganze nochmal im Trend sehen, wer sich da wie, wo, wie entwickelt. Ja, wir sehen sehr gut, Zahnarzt Hamburg Info plus 2, also eigentlich eine eher positive Entwicklung. Die waren aber schon vorher bei 16. Man muss natürlich das Ganze in einem bestimmten Zeitraum sich mal anschauen lassen und sagen, okay, gut, sie haben sich zwar verbessert, aber so ein Jahr zurück, da waren sie noch bei 16. Ja. Also diese Metrik ist, wie gesagt, nur eine Hilfestellung, um zu sehen, bei so einer Anzahl an Backlinks, man sieht hier 1,4.000 Backlinks, aber nur Authority Score 8, ist es natürlich nur eine Metrik, um zu sagen, gut, so viele Backlinks, die Qualität scheint ja eigentlich mehr oder weniger gut zu sein, verweisende Domains, so passt ja eigentlich so gesehen auch, okay, gut. Was weiter? Damit gehen wir zurück zu der Übersicht, zu der Domain-Übersicht. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Entschuldige, dass ich ein bisschen jemand durchklicken muss. In der Domain-Übersicht, hier, Domain-Übersicht, übrigens alle Links dazu findet ihr unter dem Video. Ich habe das alles für Sie aufbereitet, vorbereitet und auch in dem My Reports-Bericht. Müssen wir zurückgehen, findet ihr auch dementsprechend auch die Links zu den ganzen Berichten, da könnt ihr mal alles nochmal aufmachen. Ja, ich finde diese Übersicht sehr, sehr schön, weil sie uns mehrere Metriken, die wir eigentlich mal brauchen, zusammenfasst. Unter anderem, wir sehen ja mal die Authority Score hier, Zahnarzt Hamburg Info, Zahnarzt Hamburg Info 15. SEMrush würde ich jetzt ignorieren. Das ist für mich jetzt für diesen Beispiel jetzt weniger aussagekräftig. Organischer Traffic. Hier muss man verstehen, dass das ein geschätzter Traffic ist. Ja? Um den echten Traffic zu bekommen, müssen wir dann später zu der Traffic Analyse oder Traffic Analytics wechseln. Die Daten bekommen wir noch.
Wir sehen Anzahl der organischen Keywords, Backlinks, verweisende Domains. Bezahlte Keywords sind in dem Fall für uns wahrscheinlich jetzt mal weniger relevant. Hier sehen wir noch den Verlauf. Den können wir mal festlegen, wie wir das möchten. Von so aus, gut, machen wir es vielleicht mal ein bisschen weniger. Machen wir von Januar bis August, um mal zu sehen, wie der organische Traffic sich verhält. Aber eigentlich in der Hinsicht ist das auch weniger aussagekräftig, aber interessant, wie sich die Backlinks mal entwickelt haben. Also wir sehen, dass bei einer Seite also wirklich ein Zuwachs an Backlinks aufkommt. Gut, nach diesen Daten würde ich sagen, Zahnarzt Hamburg Info scheint ja eine gute Seite zu sein. Eigentlich mit guter Authority Score, mit vielen organischen Keywords. Und ja, organischer Traffic ist vielleicht mal nicht so hoch. Und da kommt ja schon der entscheidende Punkt. Organische Keywords viel, organischer Traffic nicht so viel. Das ist der Grund. Da müssen Sie aber auch mal in puncto Sichtbarkeitsindex mal hinschauen. Und zwar, es gibt ja bestimmte Keywords. Für diese Keywords gibt ja bestimmtes Suchvolumen, wie ich das schon mal gesagt habe. Und diese Keywords müssen ja erstmal bestimmte Positionen, Rankings erreichen, damit sie auch Klicks bekommen. Ja, das heißt, hier gibt es ja viele organische Keywords, für die diese Domain rankt. Rankt wahrscheinlich aber gar nicht mal so hoch, trotz der hohen Authority Score, der relativ hohen Authority Score in dem Fall. Ja, und hat aber gar nicht so viel an dem organischen Traffic. Also ich würde in dem Fall mal sagen, zahnärzte.süd.de scheint ja auch eine gute Domain zu sein. Zumindest mal, wenn man sich mal den organischen Traffic anschaut. Trotz der wenigen organischen Keywords hat sie wahrscheinlich auch einige gute Rankings und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hat sie auch einiges an Traffic. Gut, damit wir das auch mal überprüfen können, müssen wir auch in die Traffic Analytics mal hinschauen und dort mal zu sehen, wie hoch ist eigentlich der tatsächliche Traffic auf diese Domains. Bei den kleinen Domains gibt es natürlich auch mal diese schöne Problematik, dass die Genauigkeit die Genauigkeit ist eher niedrig. Das heißt, diese Daten sind dann relativ. Die geben aber trotzdem eine sehr, sehr gute Ansicht auf das, was eigentlich die Domains an Traffic produzieren. Wir sehen hier erst einmal den Traffic, den Gesamttraffic von diesen Domains. Schön und gut. Ist aber für uns jetzt vielleicht mal nicht so viel relevant. Wir wollen das auch mal nach Quellen sortieren. Und da kommen wir zu den Quellen und da wird es ja richtig interessant. Suchtraffic. Wir schauen es mal kurz an. Zahnärzte.süd.de hat ja 2.800. Also das bestätigt ja schon meine Vermutung, dass die Domain nicht sehr gut rankt. Ja? Trotz der und Zahnarzt Hamburg Info hat ja nur 92. Dafür aber einiges an Direct Traffic ist aber auch schon ein bisschen eine andere Geschichte. Uns interessiert in dem Fall wirklich Suchvolumen Traffic. Und die Domains wie Praxis Mühlenberg, Zahnarztpraxisschütte.de, ich kann es nicht alles mal vorlesen, und Zahnärzteforum.witterhude.de haben mehr oder weniger den gleichen Traffic. Ja, das Ganze müssen wir jetzt aber in einer Tabelle zusammenfassen. Ich habe das ja auch schon mal gefasst. Ich habe das, wie gesagt, hier schon am 23. aber zwei Tage zurück habe ich das mal gemacht. Deswegen wundert es nicht, dass die Daten hier sich ein bisschen unterscheiden. Ich habe einfach mal den Vergleich gemacht. Ich habe jetzt einen Sichtbarkeitsindex genommen. Diese Punkte kommen da draus. Ich habe es einfach mal 100, mal 100 oder mal 1000 habe ich genommen. Ich weiß nicht mehr, um einfach mal die vollen Werte zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, bestätigt sich ja diese Annahme oder wie gut ist es eigentlich, wie gut steht es eigentlich mit dem mit diesen Angaben? Wie überlappen sie sich? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Domain Zahnarzt Hamburg Info zwar gute oder sagen wir mal, relativ gute SEO-Daten hat, den Authority Score 14 ist gar nicht mal so hoch, eher relativ niedrig, aber im Vergleich zu den anderen ist es hoch, hat aber wirklich nach unseren Daten zumindest mal weniger an dem organischen Traffic, da gibt es ja diese Zahnärzte Forum oder es gibt Zahnärzte Süd. Echte Traffic-Daten zeigen ja auch oder bestätigen auch meine Annahme und die lokale Sichtbarkeit, da kommen wir ja gleich dazu, was das ist, sagt auch nochmal was anderes, dann das Zahnheilpraxis Schütte.de eigentlich sehr, sehr hohe lokale Sichtbarkeit
besitzt, ja. Und auch bei dem Punkt, verzeihen Sie, lokale Sichtbarkeit müssen wir ja auch mal ein bisschen aufpassen, beziehungsweise Sichtbarkeit an sich müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn Sichtbarkeit bedeutet ja nichts anderes, dass eine Domain für ein Keyword-Set gut rankt und damit auch hoch sichtbar ist. Aber es sagt noch nichts dazu aus, ob die Ergebnisse auch geklickt werden und ob der Traffic auch auf die Seite auf der Seite ankommt. Ja, man weiß ja auch nicht, ob die Keywords XY oder die Ergebnisse für die Keywords XY auch angeklickt werden. Aber gut, das ist auch nochmal zur Erinnerung. Jetzt habe ich mal hier kurz eine Zusammenstellung gemacht, welche Domain würde ich wählen. Und in dem Fall würde ich die Domain Zahnheilpraxis-Schütte.de wählen und Zahnärzte-Süd würde ich mal wählen. Die scheinen jetzt zumindest mal von den allen Angaben hier mal die besten zu sein. Und Zahn-Hamburg-Info würde ich auch wählen, aber basierend nur auf diesen wirklich sehr, sehr nahen SEO-Daten, wobei weder die lokale Sichtbarkeit, obwohl sie gar nicht mal so klein ist, hier muss man auch mal sagen, ja, dafür aber die organischen Ranking-Daten gar nicht mal so, da stimmt irgendwas nicht, ja. Es kann aber, wie gesagt, gut sein, Disclaimer, ganz, ganz wichtig, dass in der Traffic-Analyse auch zu wenige Daten sind und wahrscheinlich ist dieser Wert jetzt nicht unbedingt bei 92, vielleicht mal bei 100 oder kann auch mal bei 200 sein. Die Überlappung mit dem Sichtbarkeitsindex ist eigentlich nur bei der einen Domain. Die zwei anderen Domains würden ja wahrscheinlich da gar nicht so richtig durchgehen. Man sieht hier sehr schön, da ist der Indexwert nur bei 39, hier ist sogar bei 23 und da stimmt einfach was nicht. Deswegen wichtig, mehrere Metriken nehmen, mit mehreren Metriken arbeiten. Jetzt sage ich nochmal ganz kurz, was es mit der lokalen Sichtbarkeit mit auf sich hat. Wir gehen dazu am besten. Ich habe das jetzt leider nicht aufgemacht, aber machen wir trotzdem hier auf. Und zwar den Position Tracking. Den machen wir jetzt mal ganz, ganz schnell auf. Dann gehen wir, Gott, sind so viele Reportings hier. Sichtbarkeit prüfen, genau. Das war's. Sichtbarkeit prüfen. Dann gehen wir auf die Übersicht. Und sehen uns mal das Ganze mal kurz an. Ja, wir sehen hier auch mal die Werte von den ganzen Domains, die es hier mal so gibt. Beachten Sie das hier auch mal gar nicht, weil ich musste ja die Keywords mehrmals recherchieren und mal die einfügen, damit das Ganze hier auch mal funktioniert. Was habe ich hier gemacht? Ich habe hier Folgendes gemacht. Ich habe einfach ein Keyword-Set gesammelt, wo jetzt Zahnärzte Hamburg etc. pp. Vorkommen. Ihr könnt es auf mehrere Art und Weise machen. Entweder, verzeihen Sie, entweder ihr geht in die organische Recherche und nehmt eine Domain, die ihr nicht analysieren wollt. Zum Beispiel, ich habe hier aus dem Google die Domain www.z-24.de nicht genommen, ja, damit ich sie für den Aufbau von dem lokalen Sichtbarkeitsindex mal nutzen kann. Ich habe es dann mal hier eingegeben, ich habe Anzahl an Keywords bekommen. Dann geht ihr einfach mal auf die Positionen. Ihr könnt dann einfach mal alle Keywords auswählen, solltet ihr aber nicht machen, denn ihr sollt in dem Fall zum Beispiel die ganzen Brand-Keywords mal schnell rausfiltern. Das habe ich mal gemacht. Ausschließen, Keywords enthält. Brand-Keywords rausfiltern, irgendwelche Doktorbezeichnungen würde ich auch mal rausfiltern, also alle mehr oder weniger Brand-Keywords rausfiltern, also wirklich nur die wichtigsten, Zahnarzt Hamburg, Zahnarztbehandlung Hamburg, hier einfach mal lassen, dann auswählen, zu dem Keyword-Manager schicken, hier habe ich das auch schon mal gemacht, Sichtbarkeit prüfen, gut, dann 75 Keywords, das sind ja weniger, ich habe einfach diesen Keyword-Manager geschickt, der ist dann hier zu finden. Keyword Manager. Gehe mal kurz hier rein. Dann habe ich auch wieder mal alle Keywords ausgewählt. Kleinen Moment. Müssen wir ein bisschen warten. Vorher natürlich mal überprüfen, ob das ist auch mal stimmt, dass wie gesagt keine Brand Keywords sind, an andere Tools senden.
Position Tracking, und mit Position Tracking habe ich auch die Möglichkeit, dementsprechend auch mal die Rankings zu prüfen. Die habe ich ja schon im Position Tracking. Wir sind ja auch mal hier ein Projekt angelegt für eine Domain, dem war es Praxis Mühlenbeck, habe ich mir angelegt. Und ich habe mal gesagt, bitte sammle mal diese Rankings hier, mobil und Desktop, die ich mal brauche, lokal nur für Hamburg. Ich habe es da drauf geschickt, die ganzen Keywords, die Rankings gesammelt, und schon habe ich die Sichtbarkeit bekommen. Natürlich hat es so seine Vor- und Nachteile, muss man bedenken, dass diese Sichtbarkeit, man sieht hier, dass eine Aktualisierungsrate sich auch täglich ändern kann. Punkt Nummer 1 ist auch abhängig von den Keywords. Man sieht hier auch mal sehr schön, habe ich mal geschrieben. Und es ist ein eigener Keyword-Set. Das heißt also, wenn ihr euch selbst nicht betrügen wollt, solltet ihr auch darauf achten, dass dieser Keyword-Set auch stimmt. Ja? Sonst betrügt ihr eigentlich euch selbst, und wenn ihr irgendwelche Brand-Keywords nehmt, dann stimmen auch diese Werte hier nicht mehr. Im Punkte von dem Sichtbarkeitsindex, der wird auch täglich gesammelt, basiert auf Keywords und Datensets oder Keywords sind ja vorgegeben. Hier sind die Keywords nicht vorgegeben. Bei den Backlinks ist es ja so, täglich, wöchentlich wird das Ganze ja aktualisiert, basiert auf den Backlinks, und Datenset ist ja auch vorgegeben. Semrush organischer Traffic funktioniert ähnlich wie Index Score oder ihr Sichtbarkeitsindex, basiert dementsprechend auf den Keywords, die wir in der Keyword-Datenbank, in der Domain-analytischen Datenbank haben, wird auch täglich aktualisiert, basiert auf den Keywords, und die Keywords werden vorgegeben. Echte Traffic-Daten, das ist mal sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, ist eine monatliche Metrik. Das heißt, wenn wir jetzt im August sind, die Daten stammen aus Juli. Ihr könnt ja das für mehrere Monate euch mal ausgeben lassen, um zu schauen, ob da jetzt eine Tendenz da ist oder nicht. Ich habe es jetzt nur für einen Monat rein exemplarisch gemacht. Basiert auf den Clickstream-Daten, ich habe schon mehrmals erzählt, was Clickstream-Daten sind, und Datenset wird vorgegeben. Ja, gut, nachdem wir das Ganze gemacht haben, schön und gut, wir haben das alles gesammelt, aktualisiert, kommen wir ganz schnell nochmal zum Bericht. Ja? Übrigens, wer jetzt den Bericht bekommen möchte, der sollte mich einfach mal anschreiben, vorher einen Semrush-Account anlegen. Ich werde das Ganze einfach mal mit euch teilen, sharen, und können das mal nutzen. Wie ist es aufgebaut? Ich habe es in mehrere Bereiche aufgebröselt. Also erstens, was man hier machen kann. Ihr könnt ganz schnell eure eigene Domain vorgeben, die ihr analysieren wollt. Das lädt jetzt mal ein bisschen, es dauert auch ein bisschen, ich habe jetzt so viele Widgets hier. Wie gesagt, wenn ihr hier die Domain eingibt, genauso wie hier die Domain eingibt, dann ändern sich auch die Daten im ganzen Bericht. Ihr könnt den Bericht entweder, wenn ihr die Links, Backlinks analysieren wollt, könnt ihr das selbst nutzen. Oder auch wenn ihr Domain verkaufen, ankaufen möchtet, könnt ihr hier nochmal ganz schnell die Daten eingeben. Schon wird alles hier schön vorgegeben. Man bekommt hier die ganzen Daten. Welche Daten das sind, zeige ich auch nochmal im Einzelnen. Ich hoffe, ich kann das nochmal ganz, ganz schnell nochmal vergrößern, damit es nochmal besser sieht, weil sonst sieht man das, glaube ich, nicht so schön. Ja, ihr findet hier überall nochmal die Links, Backlinks, ihr findet hier auch überall mal die Links zu den jeweiligen Berichten, die ich hier oben mal gezeigt habe. Ich fange jetzt mit dem organischen Traffic an. Alle Widgets sind schon vorgegeben. Ich habe schon mal alles, ich habe noch ein paar Tipps gegeben, auf was man achten sollte. In dem Fall ein stabiler Traffic, der auch leicht am 20. Januar angewachsen ist. Verteilung der Rankings wäre aus meiner Sicht auch mal sehr, sehr interessant zu sehen. Also hier sehen wir Top 10, 8 Keywords von, wie viele waren das? Wie viel von 148 in Top 10? Das ist gar nicht mal so viel. Die Sichtbarkeit ist gar nicht mal so super hoch. Ja, wie gesagt, man muss auch bedenken, dass man natürlich, dass kein Tool dieser Welt natürlich ja alle Keywords sehen kann. Ja, Analyse der Backlinks. Anzahl an Backlinks, verweisende IPs, Authority Score, verweisende Domains, mehr oder weniger selbsterklärend. Wobei hier muss man natürlich schauen, bei so vielen Backlinks ist hier noch ein bisschen auffällig, dass gar nicht mal so viele Domains darauf verweisen. Ja, ich würde ein bisschen tiefer reingehen und analysieren. Authority Score Tabelle.
Die ist inoffiziell. Ich habe das nur als Hilfestellung für euch gemacht, damit ihr einfach mal euch darauf ausrichten könnt und mal sehen könnt, was ist jetzt ein guter Wert, ein schlechter Wert. Man muss natürlich mal bedenken, wenn ihr mehrere Domains vergleicht, das sollt ihr wirklich auch tun, mehrere gleiche Domains vergleichen, zu sehen, wie sieht es aus, wer rankt jetzt in Top 10 mit welcher Authority Score, um einfach ein paar Richtwerte zu haben. Sonst könnt ihr diese Tabelle auch sehr, sehr schön nutzen. Zur Erinnerung, Authority Score Trend anzeigen. Da könnt ihr mal kurz über die letzten 12 Monate hinaus mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Hier ist die Entwicklung eher, ich würde sagen, leicht, leicht fallen, sonst eher stabil. Wir gehen zurück zum Bericht. Verweisende Domains nach Authority Score im Bericht gibt es leider noch nicht hier in meine Berichte-Tool. Meine Berichte-Tool ist zu finden hier. Falls es einer dann spielt. Mein Management, meine Berichte ist leider noch nicht zu finden, aber ihr könnt hier als Bild hier das Ganze mal einfügen, wenn ihr das braucht. Damit könnt ihr mal sehen, wie ist die Qualität von den ganzen Domains, die darauf verweisen, hier einfach mal gruppiert nach diesen Gruppen. Die unterscheiden sich von dem, wie ich das mal ein bisschen vorgebe. Man kann sich aber trotzdem sehr schön nachrichten. TLD-Verteilung, da würde ich mal sagen, wenn ihr jetzt angenommen, ihr habt ja eine DE-Domain und da seht ihr plötzlich, ich habe nur noch kaum Backlinks. Ich würde diese Domain auf jeden Fall analysieren, mal schauen, was da eigentlich mal Sache ist. Top-Anker zeigen uns zu mal sehr, sehr schöne Sachen, wenn da plötzlich Money-Ankers auftauchen. Das würde ich auch mal analysieren, zum Beispiel irgendwas, Schuhe kaufen. Schuhe ist mein Lieblingsbeispiel. Top-Backlinks. Auch mal sehr, sehr schön zu sehen, was sind jetzt wirklich mal die Top-Backlinks, die auf die Seite verweisen, wenn nicht irgendwelche komischen Backlinks vorkommen. Wir kommen gleich zu Backlinks im Vergleich zu den direkten Mitbewerbern. Wenn ihr das dann macht, ihr müsst hier einfach mal noch die Mitbewerber einfügen. Das habe ich auch schon in dem Fall vorgegeben. Ihr könnt auch eure eigenen Mitbewerber hier hinzufügen. Dann seht ihr auch das, was ihr sonst in der Domain-Übersicht gesehen habt. Backlinks, Anzahl an Backlinks, wie sich das Ganze mal entwickelt, auch bezogen auf ein bestimmtes, in dem Fall 12 Monate sind es. Wir sehen es mal sehr schön, wie das Ganze mal entwickelt. Wollen Sie mich mal sehen? Dann geht es noch ein bisschen tiefer, aber auch sehr, sehr schön mit vielleicht nach Follow, No Follow. Wir sehen auch, wie das jetzt bei den Domains aussieht. Praxis Mühlenbeck hatte eigentlich sonst eigentlich sehr, sehr wenige Backlinks und hat auch etliche No-Follow-Backlinks, mehr No-Follow-Backlinks. Bei Zahnheil Praxis Schütte sieht es fast schon genauso gut aus. Dafür Forum Winterhude hat ja fast nur noch Follow-Backlinks. In dem Fall würde ich auf jeden Fall mal kurz Sicherheitshalber mal anschauen, was das für Backlinks sind. Textruhe, gut, hier gibt es ja keine großen Unterschiede. Hier kommen wir zu dem Bericht echte Traffic-Daten. Ich habe hier, wie gesagt, ja mal kurz vorgegeben und mal geschrieben, was man damit machen kann, was der Vorteil ist. Ihr könnt ja auch mal den Bericht nutzen, an die Kunden zuschicken oder einfach mal in die Chefs. Alles ist möglich, PDF-Bericht generieren. Hier ist auch mal ein Text, wann es geschickt werden sollte. Man kann das Ganze mal planen, in dem Fall wahrscheinlich nicht nötig. Inhaltsverzeichen aktivieren, dann sieht man auch später, wie es dann mal aussieht. Generieren seltene Einstellungen speichern, ist sehr, sehr schön und man kann sogar da mal gleich verschicken. Ja, Traffic nach Quellen. Das, was ich gesagt habe, wir sehen es hier sehr schön. Zahnärzte CD Süd hat wirklich sehr, sehr viel Suchtraffic. Und hier auch nochmal eine kurze Erinnerung, dass ihr auch aus der Domain-Übersicht einen Screenshot hier mal schnell einfügen könnt, an den Kunden zuschicken könnt und schon ist es damit getan. Nun, lass uns mal einen kurzen Fazit hier von den ganzen mal machen. Und zwar, ich biete euch zwei Wege an. Weg Nummer 1, ganz schnell, schnelle Analyse mit allen diesen Metriken, die SEMrush hat. Unter anderem organischer Traffic, echter organischer Traffic, Authority Score, Backlinks und so weiter. Habt ihr ja schon wirklich eine sehr, sehr gute Rundumsicht. Ihr sollt auf keinen Fall euch nur auf eine Metrik verlassen. Es gibt ja eine etliche Metriken, die ich mal dann sonst sehe, aber die beziehen sich praktisch nur noch auf die Backlinks. Das ist viel zu wenig. Oder nur noch auf den SEO-Erfolg, wie es zumindest mal im Punkto Sichtbarkeitsindex mal vorgeben wird.
soll der SEO-Erfolg sein. Aber wie gesagt, bei kleineren Domains ist es gar nicht mal so, dass Sichtbarkeitsindex da gut funktioniert. Ihr könnt es nutzen. Ihr könnt es als zusätzliche Metrik nutzen, zusätzliche Metrik zu allen anderen, falls es mal erwünscht wird. Ja. Und ich hoffe, dass ihr auch mal meinen Bericht nutzt. Dafür, wie gesagt, müsst ihr mich einfach mal anschreiben. Es geht leider momentan noch nicht, dass ich das irgendwie per Link teilen kann. Ich muss es ja an die bestimmten Accounts bei Semrush einfach mal teilen. Ihr könnt mich auf Facebook, LinkedIn per E-Mail anschreiben. Ich werde oder auch keine Werbung verschicken oder sonstiges. Ich werde einfach mal an die E-Mail-Adresse meinen Bericht einfach mal als Vorlage teilen. Ihr könnt es mal so nutzen, wie ihr wollt. Und dementsprechend auch damit hoffentlich auch viel, viel Zeit sparen. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig. Das war's für heute. Ich möchte euch auch mal bieten, also wenn es euch mal gefallen hat, wenn es für euch wirklich interessant war und nützlich war, bitte abonniert den Channel und freut euch auf die nächsten coolen Videos. Falls ihr irgendwelche Themen habt, die ich nochmal besprechen sollte oder irgendwelche Aufgaben habt, wo ihr einfach nicht weiterkommt und ich sie irgendwie mit Semrush lösen kann, ich würde mich natürlich freuen und ich würde gerne ein Video aufnehmen und dieses Video veröffentlichen. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss.